Furis, was geht ab? Heute gibt's einen einfachen und leckeren Kartoffelsalat aus dem Ofen. Ja, warum aus dem Ofen? Weil ich den Abwasch nicht machen will, ihr bestimmt auch nicht. Niemand will den Abwasch machen. Ich habe keine Spülmaschine in meiner Küche. Daher muss ich mit den Händen abwaschen. Mache ich gerne, aber halt so wenig wie möglich. Und so ein normaler Kartoffelsalat braucht einfach auch viel Equipment. Muss die Kartoffeln schälen, muss warten, bis das Wasser kocht, braucht einen großen Topf, einen Deckel, ein Sieb zum Abgießen. Und all das muss am Ende auch wieder abgewaschen werden. Auf keinen Fall. Das machen wir anders. Wir schieben alles in den Ofen, benutzen die Ofenform weiter. Und ihr könnt euch am Ende zurücklehnen und müsst nicht abwaschen. Alle Zutaten und die Zubereitung findet ihr wie immer in der Infobox. Ich würde sagen, genießt das Rezept, stay healthy and get old, bis zum nächsten Mal und ich muss jetzt keinen Abwasch machen. Heizt den Ofen auf 250 Grad Oberhitze vor und mahlt euren schwarzen Pfeffer. Wascht die Kartoffeln ab und schneidet sie in mundgerechte gleich große Stücke. Legt sie in eine Ofenform und würzt sie lediglich mit Meersalz. Schiebt sie dann für 20 Minuten oder bis sie goldbraun sind in den Ofen. Während die Kartoffeln im Ofen sind, gebt Olivenöl, Senf, Ahornsirup, Zitronensaft, Pfeffer und Meersalz in eine kleine Tupperdose und schüttelt gut, bis sich alles vermengt hat. Holt die Kartoffeln aus dem Ofen, halbiert eine rote Zwiebel und schneidet sie in dünne Streifen. Nehmt euch nun eure Gürkchen und schneidet sie auch in dünne Streifen oder kleine Würfel. Kapern passen auch perfekt dazu. Schneidet die Chilischote und die Lauchzwiebeln in Streifen und gebt noch schwarzen Sesam dazu. Nun könnt ihr das Dressing dazugeben und alles gut miteinander vermengen. Noch etwas Kresse dazu und schon ist der leckere Kartoffelsalat fertig. Lasst es euch schmecken.